Ach- und Krachgeschichten. Heute Privatfernsehen. Der wird gern mal ein Känguru sehen. Die üben fürs Ausgehen. Und das ist Privatfernsehen. Privatfernsehen kennt ihr nicht? Macht nix, erkläre ich euch. Früher gab's noch kein Privatfernsehen. Da konnten Moderatoren noch die Hornbrille von Opa tragen. Und die Auslandskorrespondenten konnten noch in Ruhe im Ausland rumschnackseln. Aber voll blöd, gab noch keine Werbepausen. Lief mal Ben Hur, konnte keiner auf Toilette gehen. Los, Ben Hur, schneller! Und weil im Wohnzimmer eine Toilette irgendwie stört... Wo habe ich den Schloss gar nicht mitbekommen, Manno? Haben sich die Leute gedacht, ach komm, erfinden wir das Privatfernsehen mit ganz viel Werbung drin und dran. Super. Ich will so bleiben, wie ich bin. Puh, konnten die Zuschauer endlich auf Toilette gehen. Hey, nicht drängeln. Aber Moment, der Zuschauer kommt ja gar nicht wieder. Hallo? Und womit kriegst du den wieder zurück? Na klar, mit anspruchsvoller Unterhaltung. Kennt ihr ja. Jetzt noch ein bisschen Spannung und Bildung. Scheiß auf die Lösung, zeig mir deine Titten. Na, ich darf doch heute nicht. 3, 2, 1, raus, zack. Noch ein bisschen Körperkultur. Dichter, Denker und Forscher. Super. Und was sagen die Kritiker? Und? Und? Noch mehr? Kein Problem, kann er haben. Jetzt auch entsoffen. Hat der Zuschauer voll den Durchblick. Guck mal. Und was sagen die Chefs vom öffentlich-rechtlichen Hornbrillenfernsehen dazu? Ist ja niveaulos. Machen wir auch. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Klaus.